Yo, Servus YouTube, in dem Video zeige ich euch, wie ihr in 15 Minuten das neue Ballistikmesser freischalten könnt. Für das Ganze braucht ihr hier 300 Feinde mit einer epischen oder legendären Spezial- oder Nahkampfwaffe. So, dafür rüstet ihr euch einmal eine Nahkampfwaffe eurer Wahl aus, egal welche, und startet eine Runde auf Firebase Z. So, wenn ihr genug Geld habt für die Türen, kauft ihr die einmal auf und dann müsst ihr rüber zur Firebase und müsst dort die drei Reaktoren aktivieren. So, nachdem wir alle drei Reaktoren aktiviert haben, reisen wir zurück zu Ravenov, gehen rechts die Treppe hoch und holen uns hier die lilane Bullfrog auf ganz entspannt. Maschinenpistole aufgenommen. Wenn wir die in der Hand halten und anschließend Nahkampfangriffe ausführen, zählen diese nämlich als epischer Kill. Das heißt, wir müssen unser Messer gar nicht auf Lila upgraden und ja, es zählt direkt als epischer Kill und davon brauchen wir 300 Stück. Auf ganz entspannt können wir die jetzt machen. Ihr könnt auch zwischenzeitlich noch euer Messer punchen, falls die Zombies nicht mehr One-Shot sind. Ja, Leute, da ist es auch, das Ballistikmesser auf ganz entspannt. Wer es von den früheren Teilen noch kennt, OG. Lasst mir gerne ein Like da und ein Abo. Haut rein. Ciao.